Olaf Scholz hat eine Vorladung bekommen. Er muss jetzt wieder aussagen als Zeuge. Zum dritten Mal in dieser Affäre. Ich denke, ich kenne schon seine Antwort, denn er heißt ja bekanntlich Olaf. Ich hab's vergessen. Scholz. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht wieder um Cum-Ex. Es lässt den Altkanzler, ich sag schon Altkanzler, er ist ja noch Kanzler, bald ist der Altkanzler nicht in Ruhe. Der ehemalige Bürgermeister, Altbürgermeister wollte ich eigentlich sagen, von Hamburg. Er wird hier mit dem aktuellen Bürgermeister von Hamburg, mit dem Herrn Tschentscher, als Zeuge geführt auf eine Antragsliste der Regierungen von Hamburg. Und sie haben am gestrigen Tage auch darüber abgestimmt. Und die Zeugen sollen jetzt geladen werden vor den Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Inklusive Herrn Scholz und Herrn Tschentscher, beide von der SPD, kommen jetzt hier eine ganze Handvoll CDU-Leute dazu. Die Vorgänger Ole von Beust oder Christoph Ahlhaus sowie der ehemalige Finanzsenator Wolfgang Peiner und der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen. Ebenfalls mit von der Partie hier ist Hendrik Wüst. Ihr wisst ja, NRW-Chef von der CDU, der schon das ein oder andere Skandelchen am Bein hatte. Und es geht jetzt hier unter anderem um die Fragen der HSH Nordbank und der WestLB. Die erste Reaktion von der CDU ist natürlich klar, sie hält die Beweisanträge für verfassungswidrig. Ha, da muss ich ja lachen. Die CDU, die in Hamburg in der Opposition ist, und die Opposition in Hamburg, die die Befugnisse des Untersuchungsausschusses zu Cum-Ex erst erweitert haben, damit die Fragestellung eine größere ist, die wollen jetzt hier quasi nicht zur Aussage ihre Leute schicken, beziehungsweise sie haben wohl langsam Wind davon bekommen, dass selbst unter Experten niemand mehr der Meinung ist, dass Cum-Ex eine Idee der SPD gewesen ist oder von unserem Bundeskanzler, bald Altkanzler Olaf Scholz. Denn dafür bedarf es hoher Intelligenz, wirklich hoher Intelligenz, einen breiten Sachverstand und wirklich Leuten mit krimineller Energie. Und dass es hier bei der CDU in NRW kriminelle Energie gibt, das sind nicht meine Worte, sondern das ist ja jetzt hier letztens erst wieder ans Tageslicht getreten, der Innenminister Herbert Reul. Er hat eine Spende angenommen von Leuten, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, sie sind an illegalem Einschleusen von Ausländern nach Deutschland beteiligt. Herr Wüst war es selbst, der mal als Zeit als einfacher Abgeordneter in NRW zu Unrecht Zuschüsse zu seiner privaten Krankenversicherung bekommen hat. Das Ganze wurde dann natürlich zurückgezahlt und das Abgeordnetengesetz entsprechend geändert. Aber dass es die CDU nicht so ganz genau hat mit dem Geld, das haben wir in der Vergangenheit öfters sehen dürfen. Und hier ist es besonders spannend, dass die SPD jetzt wohl hier darauf hinaus will, dass die Ursprungsidee von Cum-Ex ja gar nicht von der SPD kam, beziehungsweise, dass es zu einer Zeit passiert ist, wo die SPD gar nicht in Führung und Verantwortung war. Peinlich an der ganzen Sache ist, die AfD hat gegen diesen Antrag gestimmt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, so wie die CDU. Man hat das hier abgelehnt, dass Herr Scholz als Zeuge vorgeladen werden soll oder Herr Tschentscher oder Herr Wüst. Und das soll mir erstmal einer erklären von denen da aus Hamburg. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Es wird am Ende jetzt nichts dabei herauskommen, was Olaf Scholz belasten wird. Dieser rauchende Colt, den hat sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt schon abgeräumt. Er hat in einem Interview wirklich gesagt, Olaf Scholz hätte bei dem Chef der Warburg Bank in Hamburg nur eine Handlung simuliert und am Ende gar nicht eingegriffen. Das ist genauso widerlich und abscheulich, wenn ein Politiker eine Einflussnahme simuliert und sie am Ende nicht tut, wie wenn er sie einfach tut. Ja? Das ist aber der Skandal Cum-Ex, er soll ja hier im Verborgenen bleiben. Die zuständige Generalstaatsanwältin, Chefstaatsanwältin Prohilker hat sich ja aus dem Beamtenverhältnis entlassen lassen, ist jetzt bei Finanzwende aktiv, wo Fabio De Masi aktiv ist. Ich bin gespannt, ob sie hier Interesse haben, zum Beispiel an den Sina-Laptops von Herrn Scholz. Da gibt es inzwischen schon wieder eine neue Antwort der Regierung, die Raum für Spekulation lässt. In Berlin möchte die Polizei jetzt die Versammlungsfreiheit einschränken. Die Stadt brennt jede Nacht. Es geht hier Gaza City sind wir inzwischen. Berlin ist Gaza City. Ihr könnt mir das Video von heute Morgen schauen, dann seht ihr ganz genau, was hier los ist. Die Berliner Polizei, sie bekommt keine Rückendeckung und sie sehen sich jetzt nicht mehr in der Lage, alle Veranstaltungen bis nach Ende der EM hier in Berlin zu absolvieren. Deswegen wird man jetzt hier versuchen, Versammlungen einzuschränken. Und in Hamburg, da kommt
Olaf, ich habe es vergessen, Scholz, zum dritten Mal zum Cum-Ex-Untersuchungsausschuss und ich wette, er kann sich an die Vorgänge, die ihm da als Fragegegenstand begegnen, sehr gut erinnern, wirklich sehr gut erinnern, so wie er sich an seine Kindheit sehr gut erinnern kann, aber leider nicht an die Termine mit Herrn Olearius. Aber er kann versichern, es hat keine Einflussnahme gegeben. Es geht immer noch um die 47 Millionen Euro, die die Hamburger Finanzverwaltung nicht haben wollte von der Warburg Bank. Und inzwischen ist das Ganze selbstverständlich verjährt. Es bleibt hier dennoch spannend, jetzt, wie das Ganze jetzt politisch hier genutzt wird. Es ist auch völlig unklar, ob dieser Untersuchungsausschuss überhaupt zu einem Ergebnis kommt und ob das Ergebnis dann öffentlich ist. Wir haben das gesehen, der Ahrtal-Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz, der möchte seinen Abschlussbericht gerne geheim halten. Dann hätte man sich den ganzen Untersuchungsausschuss auch einfach sparen können, anstatt so ein Schauspiel abzuhalten. Jetzt soll Herr Scholz hier in Hamburg wieder etwas zu Cum-Ex berichten und sie wollen hier den schwarzen Peter der CDU zuschieben. Ich hätte da einen Alternativvorschlag für beide. Wie wär's? Die Angeklagten bekennen sich einfach schuldig der Cum-Ex-Geschäfte, die CDU und die SPD, sie waren wohl beide daran beteiligt über ihr Personal. Und es kann jetzt am Ende sich niemand herausreden mit, ach, das hat man mir anders erklärt, das habe ich nicht gewusst. Es gibt ein spannendes Interview beim WDR zum Ausstieg der Generalstaatsanwältin Prohilker aus der Generalstaatsanwaltschaft in Köln. Sie hat ganz, ganz deutlich gesagt, dass hier bis heute versucht wird, aktiv die Aufklärung zu verhindern und dass daran auch Personen der ehemaligen und aktiven Bundesregierung beteiligt sein müssen, ist nur konsequent und logisch, denn nur wer in solchen Ämtern ist, hat überhaupt die Einflussmöglichkeit. Wir erinnern uns daran, Herr Limbach in NRW, der grüne Justizminister, er produziert Skandal um Skandal um Skandal. Ich bin gespannt, wie viele Ermittlungsverfahren Sie jetzt wegen Sylt hier vom Zaun brechen wollen. Das ist ja das neue Staatsdrama. Das ist ja hier in, also wirklich, also die ganze Welt lacht uns aus. Also Gigi D'Agostino hat gefragt, warum denn in Deutschland sein Lied auf Platz 1 der Charts ist. Dann hat man es ihm übersetzt und erklärt und er sagte nur, er liebt alle Menschen. Also er hat genau souverän reagiert. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgehen soll. Herr Olaf Scholz ist als Zeuge vorgeladen. Es werden wieder Politikerworte sein. Es wird am Ende nichts dabei herauskommen. Das ist das Schlimme an der Sache. Es ist Polittheater, es ist Politschauspiel. Den Untersuchungsausschuss, den könnten wir uns auch einfach schenken in Hamburg und geben das ganze Geld, was wir da sonst für externe Dinge ausgeben, einfach mal der Generalstaatsanwaltschaft in Köln und lassen sie hier mal ermitteln zu Cum-Ex. Aber in Deutschland ist die Justiz weisungsgebunden und auch Herr Buschmann, FDP-Justizminister, möchte das nur etwas einschränken, ja, er möchte das nicht abschaffen. Und für alle, die meinen Hintergrund so schön finden, ich sitze heute mal vor meinem Tisch, das ist die Kaiserskracht in Amsterdam. Ich hätte gern ein Haus an der Kaiserskracht. Es ist wirklich völlig unrealistisch, wenn ich mir den Preis des Hauses angucke, aber ich hänge mir meine Träume einfach an die Wand, dann sehe ich sie auch tagsüber und nicht nur nachts, wenn ich meine Augen zu habe. Damit mache ich Schluss, bis bald.